Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagabend. Wir spielen wieder Carmageddon und du lässt mich jetzt in Ruhe. Ich möchte nämlich sofort starten. Und dann schauen wir mal, was die Runde 2 hier bringt, ob wir da ein paar Punkte einsammeln können. Schließlich wollen wir ins neue Level. Freut mich mittlerweile, dass das Projekt bei euch einigermaßen gut ankommt. Das war ja eigentlich bloß als Test gedacht, aber es scheint ja zu laufen. Von dem her machen wir einfach jeden Sonntag weiter, würde ich sagen. Ein bisschen Karambolage muss mal sein in der Woche. Oh, und da geht's, glaube ich, auch gleich los. Zumindest so, wie das Spiel gerade ruckelt. Und schauen wir mal, das ist wieder eine Eisstrecke, da werden wir wieder ein bisschen viel rutschen. So, und los geht's. Ach, das ist Checkpoint Panik. Okay, ich verstehe. So, erstmal den Reifen wieder reparieren. Checkpoint Taker. Echt jetzt da, wo wir herkommen? Nein, 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 nein! Der miese Sack. Ja, das war ja klar. So, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Vielleicht hier lang. Oh ja, da sind wir als erster dran. Da fahren wir ein bisschen so rum. Ja, mach du mal. Du weißt ja am besten, was du tust. Nein, 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 nein. Ja, allerdings fährt sich's auf dem Eis nicht so gut. Groovige Fußgänger, oh yeah. Wo ist der nächste Checkpoint? Da hinten. Ich hoffe, der ist unten. Mist. Da müssen wir zurücksetzen. Ah, wir holen uns den Dinger. Hoffe ich zumindest. Tja. Dann vielleicht den nächsten. Geh mir lieber aus dem Weg. Ich bin gerade auf Checkpoint, ja. Das war meiner. Da hinten ist wieder der nächste. Oh, 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 nein, 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 nein. Komm ich da? Nein, da komme ich nicht so rüber. Es sei denn, außen rum. Tja. Hatten wir Pech. Aber das hier könnte unserer werden. Und das wird uns sogar ziemlich sicher. Ja, wir haben ein bisschen größeren Motorschaden, aber sollte alles in Ordnung sein. Erstmal jetzt das komische Item hier aufbrauchen. Der gehört mir. Und der wahrscheinlich auch. Sehr schön. Den werden wir nicht kriegen. Aber macht ja nichts. Dafür können wir umdrehen. Ach, jetzt haben wir wieder Gegnerwerfer. Sehr schön.
Nee, nee, mein Freund. Die Insel der Pinguine. Mit einer Kuh. Ich die Polizei hier in diesem Spiel hasse. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, da gehen wir mit ganz schön viel Minus raus. Naja, vielleicht sammeln wir noch ein paar Checkpoints, damit es sich rechnet. Oh, der ist hinter mir. Den nehme ich doch gerne mit. Neues Ziel. Das war irgendwo da hinten. War jetzt nicht so optimal. Mal drehen. Und den Fahrer rauswerfen. Oh. Oh, das geht wieder mächtig in die Punkte hier. Ich muss jetzt hier lang. Ich brauche den Checkpoint. Sind der Dinger da hinten? Naja, egal. Checkpoint taken. Target acquired. Erstmal den hier rauswerfen und reparieren. Da wollte er mich abschießen, die Sau. Dafür gehst du fliegen, mein Freund. Oh, wir haben auch so ein Schießding. Nein, nein, nein. Alles gut. Der hat uns jetzt echt einen Checkpoint geklaut. Okay, egal, weiter. Der nächste ist da hinten. Oder jetzt wieder bei uns. Ah, den haben wir. Oder, sag mal, das gibt's doch nicht. Ich fahre hier von einem Eck ins andere und ich krieg nicht einen Checkpoint. Hier durch. Geh da weg. Ich muss da jetzt hin. Und zwar als erster. Oh ja. Ja, wir führen zwar, aber wir sind noch ein paar Punkte im Minus. Immer da weg. Oh, da könnten wir durchkommen. Sind wir denn jetzt leise, aber tödlich? Egal. Fahren wir halt wieder auf die Insel der Pinguine. Und die Crew noch mitgenommen. Erstmal die Polizei hier weg.
Oh, das kostet. So. Einmal können wir noch in die Höhe schmeißen hier. Falls wir es brauchen. Jetzt haben wir ja ein paar Punkte. Sieht ja relativ gut aus. Echt, jetzt hat mir jetzt den Checkpoint geklaut. So schnell so können die Punkte weggehen. Der gehört aber jetzt mir und damit beende ich das Rennen. Jawohl. Ach nein, ich muss noch einen. Ah, vermutlich, weil ich gestorben bin. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich das Eis hier hasse. Auf die Insel. Das ist meiner. Auch wenn die Polizei jetzt da ist. Sehr schön. Ja, immerhin haben wir ein paar Punkte mitgenommen aus den ganzen Rennen. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Jetzt müsste ja Level 3 freigeschaltet sein. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, noch ein, zwei Rennen, dann haben wir das. Ach nein, das war schon Checkpoint Panik. Na, dann fahren wir als Klassikkammer. In den Kühlhäusern. Mal wieder. Wenn es gut läuft, dann reicht uns das für das nächste Level hier. Ah, das sehen wir ja dann. Zeit, Magno Gems, ruchlosen Taten das Handwerk zu legen. Mach diesen Berg den Gar aus. Vernichte alle Gegner, verspritze das Blut aller Fußgänger. Oder jage nach Checkpoints, um das Event zu beenden. Alle Fußgänger. Das ist eine große Herausforderung, würde ich sagen. Wie viel gibt's denn da pro Rennen? Ich glaube 600, 700? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber es sind schon einige. Und die alle erstmal zu finden. Das wird auch ziemlich schwer. 619. Und einer ist schon tot. Ich weiß nicht warum. Aber wir können das ja mal in Angriff nehmen hier. Versuchen kann man's. Entschuldigung. Lass mich mal hier in Ruhe. Ich muss Jagd auf die Fußgänger machen. So, hier haben wir noch einen. Da vorne laufen noch welche. Ach, die wurden schon mit Items gekillt. Muss das denn sein? Muss das denn sein? Ach Leute, fahrt doch einfach das Rennen und lasst mich in Ruhe. Alter, geh mir doch nicht so tierisch auf die Eier. Und so rufe ich zu Hause bei deiner Mama an. Mal sehen, was die davon hält. Mal ein Turbo holen. Weil ich das auch gerade so nötig habe.
Da steht noch eine. So, wo sind denn noch welche? 31 von 600. Das wird, glaube ich, auch eine riesige Herausforderung, die alle zu finden. Nee, nee, mein Freund. Okay, hier sehe ich schon mal keinen mehr. Das heißt, die Ebene ist geklärt. Da sind noch ein paar. Geht der mir auf die Nüsse, ich sag's euch. Hier haben wir noch einen. Und mal die langsame Drehung. Da ist noch einer. Der wollte irgendwie nicht. So, erstmal drehen. Guck mal, da vorne läuft noch einer. Der gehört auch mir. Da laufen noch welche rum. Weiß zwar nicht, was das Item bringt, aber... Solange es die Gegner irgendwie zerstört. So, da hinten sind noch ein paar. Entschuldigung, sorry. Ja. Entweder du fährst jetzt oder du bremst. Such's dir raus. Beides geht nicht. Okay, das nehme ich jetzt persönlich. Ich brauche mal schnell ein Item. Aber so nicht. Das bringt mir auch gerade nichts. Guck mal, da liegt noch eins. Jupp. Alter, dich mache ich fertig. Und wenn mich das alle Punkte kostet, die ich habe. Wart's ab. Ich krieg den. Punktetechnisch sieht es leider nicht gut aus. Auch wenn wir uns bloß den Fußgänger widmen. Da hat er einen Abflug gemacht. Da ist er wieder.
Nee, nee, mein Freund. Aber ich glaube, wir sollten uns wirklich dem Rennen widmen. Ich glaube, das ist ein bisschen ergiebiger. Wir sind jetzt schon 5000 im Minus. Entschuldigung. Ich muss hier irgendwie wieder rauskommen. Das hat sonst alles keinen Wert. Soweit war ich auch schon. Ich muss erstmal zum Einser kommen, bevor ich hier überhaupt irgendwas reißen kann. Vielleicht wenn ich jetzt hier lang fahre. Ja, immerhin 100 von 600 haben wir schon mal. Das ist ein Anfang. So, wir müssen da lang. Das kriegen wir nicht hin, die 600, ohne da ohne Plus rauszugehen. Deswegen fahren wir das Ding lieber mal. Ja, da ist unser Freund. Alter, ohne Witz, wie gern würde ich dich jetzt in die Minen einfach schubsen. Hier noch ein paar mitgenommen, immerhin. Jetzt auf zum nächsten. So. Sehr schön. Nicht ausbrechen, sondern einfach weiterfahren. Geht's hier ab nach oben? Sehr schön. Geh mir aus dem Weg. Geh mir definitiv aus dem Weg. Noch läuft's ja. So, da fahren wir ganz safe runter. Und wir werden verfolgt. Ah, den kriegen wir abgehängt. Das sollte kein Problem sein. Schließlich sind wir hier Profifahrer. Diesmal leider nicht. Du blöder Typi. Ich versuche hier nicht so böse Wörter zu sagen. Obwohl sie mich aufregen. Freiflug, Freitod. Eigentlich kein Freitod, aber egal. Das war ja gewollter Tod. Öl, alles okay. Hui. Auf nach oben. Kann man mal machen. In dem Checkpoint. Ist alles in Ordnung. Doch, hier geht's runter.
Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oh. Dumme Idee. Ganz, ganz dumme Idee. Aber hier könnte es klappen. Ja. Leider keine Zeit für die Polizei. So, ich verdrück mich mal. Ihr könnt da hinten gerne Spaß haben. So, die Kiste ist wieder startklar. Und wir fahren jetzt hier die nächste Runde. 191. Wir haben knapp die 200. Gratis Bergungsschein. Ob wir den nochmal brauchen, weiß ich nicht. Aber ist gut zu haben. Und die 200 knacken wir. Das schaffen wir auf jeden Fall. Sind ja nur noch 7 Leute. Die werden wir in den 2 Runden, hoffe ich, noch finden. So, ich nehme hier mal wieder ein bisschen die Abkürzung. Wer hat denn da jetzt wieder die Steine in den Weg gelegt? Runter, Junge! Apropos runter, Junge. Lass mich mal runter, Junge. Ich hasse dieses blöde Raumschiff. So, haben wir die 200 doch schon geknackt. So, hier ging es nicht lang, aber hier ging es lang. Zum Abkürzen. Was? Habe ich einen übersehen? Den da hinten. Naja. Ich weiß nicht, warum wir jetzt auf dem falschen Checkpoint waren, aber egal. Wir fahren das Ding einfach. Wir kriegen hoffentlich noch ein paar Pünktchen. Ich mache jetzt einfach den hier. Und nehme hier noch so ein paar Kisten mit. Die bringen ja auch ein bisschen Punkte. Auf geht's. Oh. Bisschen angeeckt, aber alles gut soweit. So, dann fahren wir halt doch mal hier lang. Schnappen uns den Dreier. Und ab durch die Mitte wieder. Ein Objektsauger. Was auch immer das bringt. Merke, Fußgänger sind anscheinend keine Objekte. Kostenlos geborgen. Das ist immer nahe. So, ab in den Vierer und zur letzten Runde. Lassen wir die einfach außen liegen. Interessieren uns ja eh nicht. Und starten hier in die letzte Runde. Ich weiß nicht, was ich mit dem Objektsauger sonst machen würde. Deswegen brauchen wir den jetzt einfach mal auf.
Stufen. Gegnerstachel bringt uns wohl bloß bei unseren Leuten was. Aber zum Glück ist da vorne ja einer. Oh nein. So haben wir nicht gewettet. So aber auch nicht. Den holen wir uns noch. Ich will noch den Gegnerstachel da einsetzen können. Wow, das war ja der Wahnsinn. Naja. Wir fahren Richtung letzten Checkpoint. Und schauen mal, ob mit 4000 Punkte Level 11 freigeschaltet wird. Hat nicht so die Kurve gekriegt. Merke jetzt nicht so schnell. Ich war nicht so schnell und bin trotzdem hängen geblieben. Nur noch einen mitgenommen. Sieht doch gut aus. Schauen wir mal, ob das noch reicht. Das reicht nicht ganz. Wir müssen noch. Aber, naja. Das schaffen wir dann in der nächsten Aufnahme. Für heute hoffe ich, es hat euch gefallen. Und bleibt bis zum Sonntag wieder am Ball. Bis dahin, haut rein.